Hallo, Lukas? Ja, hi Rick, hi. Hallo, boah, endlich erreiche ich dich. Ich versuche dich seit Stunden zu kriegen. Wo bist du abgeblieben? Ich denke, wir wollten aufnehmen. Tut mir leid, ich bin in irgendeinem Keller. Was machst du denn in einem Keller? Ich weiß auch nicht, ich habe gerade ein Handy gefunden, also mein Handy wieder gefunden, hat es Empfang wieder. Ach du Scheiße. Ich weiß auch nicht. Was passiert? Rick, ich bin nicht da. Was soll ich sagen? Ich bin einfach nicht da. Wo bist du denn? Wo ist denn der Keller? Ich bin in Österreich. Ach du Schande. Ich bin schwierig, über Menschen in österreichischen Kellern Witze zu machen, aber ich sitze gerade in einem Keller in Österreich. Und was machst du da in dem Keller, außer mit mir zu telefonieren? Gerade nur sitzen, ja. Nee, ich bin privat unterwegs und das war nicht so richtig eingeplant und deshalb können wir heute leider keinen Podcast aufnehmen. Das ist aber schade, wir haben so viele News in der letzten Woche gehabt. Ja, wir hatten wirklich viel. Ey, ja. Ist blöd, aber wir können es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Tut mir leid, ich hatte versucht, also wir können es ja mal offen reden, wir hatten versucht, da irgendwie noch eine Lösung für zu finden. Aber es gibt irgendwie keine vernünftige Möglichkeit, einen ordentlichen Podcast aufzunehmen. Und deshalb ist das, dieses Lebenszeichen jetzt gerade das Einzige, was ich schicken kann. Ja, es gibt diese Woche keine Lego-News. Was? Say what? Ja, ich meine, was hätten wir, worüber hätten wir auch reden können? Also gut, das kleine Bettmobil sieht super aus, was es geben wird. Ja, es gibt viele. Ich glaube, das große Bettmobil, vielleicht sollte man morgen mal ein Auge auf Stone Wars haben. Man weiß es nicht. Aber limitierte Holzfiguren gibt es doch jetzt auch. Oh ja, stimmt. Habe ich bestellt. Ist nur noch nicht da. Ich will noch bestellen, aber ich bin hin und her gerissen. Aber da müssten wir dann eigentlich nächste Woche irgendwie drüber reden. Ja, ich denke auch, wir werden das nächste Woche dann irgendwie nachholen müssen. Und dafür dann nächste Woche eine Folge mit Überlänge machen nochmal. Ich glaube, das kriegen wir auch in eine ganz kurze Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Weiß ich nicht, Rick. Ja, dann würde ich sagen. Ah, schade, ich hätte mich wirklich gefreut auf den Podcast heute, aber es ist leider nichts. Ich hoffe, es ist jetzt für die Hörer in Ordnung, dass wir, wie nennen wir es jetzt irgendwie, welche Folge wäre es gewesen? Das müsste die 47 gewesen sein, oder war die 47 die letzte? Dann ist das jetzt Folge 46,5 oder so. Also irgendwie, halt nur ein Lebenszeichen. Das ist keine offizielle Folge, aber damit die Leute wissen, dass es heute nicht kommt. Ja, so seid ihr mal kurz informiert. Wir haben es nicht hingekriegt. Wir haben immer wieder versucht, Sachen zu planen, aber hat nicht sollen sein. Aber ihr könnt, 47,5 ist es übrigens. 47 war Bananarama. Okay. Vielen Dank übrigens auch an Fabian für die Grinsekatze. Ich bin total begeistert. Aber das klären wir dann auch in der nächsten Woche auf. Ja, ich muss, glaube ich, auch in der nächsten Woche was klären. Mir wurde was zugeschickt von einem Hörer, der mich gefragt hat, ob das Paket angekommen ist. Und ich konnte auch nur sagen, kann ich leider nichts zu sagen, weil ich bin nicht da. Ach, naja. Naja, Ich kann mir vielleicht nächste Woche mal ein bisschen erzählen, was ich hier erlebt habe. Ja, da würde ich mich freuen. Dann ist ja auch der Empfang wieder besser, glaube ich. In diesem Sinne würde ich sagen, folgt uns auf stonewars.de. Ihr verpasst dort trotzdem weiterhin nichts. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Da werden wir auch immer wieder was posten. Und ansonsten gehabt euch wohl und Kommentare bei iTunes immer super. Alles Liebe. Tschüss. Sag tschüss, Lukas. Lukas? Sag tschüss, hallo, Lukas. Tschüss. Hallo? Jetzt ist schon wieder die tschüss, Verbindung Lukas. Weg. Verdammt. Das glaube ich doch nicht. Naja, egal. Tschüss. Tschüss.